Hallo, hier ist die Anja von stempelitis.de. Heute basteln wir zusammen einen Schokoladenspender und ich habe meinen Schokoladenspender extra groß gemacht, damit viel reinpasst und der Vorrat lange anhält. Das ist etwas, das kannst du dir auf deinen Schreibtisch stellen und immer wenn du dann mal Lust auf Schokolade hast, machst du hier unten die Klappe auf und dann kommt schon ein Stückchen Schokolade rausgepurzelt. Ich habe bei meinem Schokoladenspender auch das Problem mit der Klappe hier unten gelöst. Das habe ich oft bei anderen gesehen, dass die nicht zugeblieben ist und immer aufgegangen ist. Ich habe hier einen extra Mechanismus mit eingebaut, den ich dir gleich erkläre, der dafür sorgt, dass die Klappe fest verschlossen bleibt. Und selbst wenn du das nicht einsteckst, bleibt die Klappe eigentlich auch so schon zu. Ja, dann wollen wir mal anfangen. Für den Schokoladenspender brauchst du einen kompletten DIN A4 Bogen. Ich habe hier Schiefergrau genommen und den falzt du bei 5 cm, 10 cm, 15 und dann nochmal bei 20 cm. Anschließend drehst du den Bogen um 90 Grad nach rechts. Das ist wichtig, nicht in die andere Richtung drehen, sonst passt das Ganze nicht mehr. Dann wird gefalzt bei 3 cm und bei 8 cm. Die nächste Falzlinie ist bei 11 cm, aber bitte nur bis zur ersten Querlinie falzen. Und dann nochmal bei 23,5 cm. Und die letzte Falzlinie bei 28,5 cm. Jetzt bitte mal auf Standbild gehen und alle angekreuzten Felder wegschneiden. Anschließend sieht dein Papier dann so aus. Daraus schneidest du dir jetzt deine Klebelaschen. Und dann sieht dein Spender so aus. Und ich zeige dir jetzt nochmal ganz speziell, wie ganz rechts diese Ecken zugeschnitten werden. Dazu gehen wir jetzt mal in die Nahaufnahme. Und zwar machst du dir an dieser Stelle bei 3 cm eine Markierung und eine Linie bis an die Falzlinie ran. Hier bei 2 cm und bis zur 3 cm Markierung. Das schneidest du dann weg und noch einmal hier an der Falzlinie entlang bis zur Kreuzung. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig zugeschnitten ist. Weiter geht es mit Farbkarton in Bermuda-Blau, den du auf die entsprechenden Felder aufklebst, wie ich es dir hier zeige. Die genauen Maße findest du am Ende von meinem Video in der Übersicht. Wenn du das festgeklebt hast, brauchen wir als nächstes das Designerpapier, auch entsprechend zugeschnitten und dann in die Felder eingeklebt. Dann drehst du das Ganze um und klebst unseren Farbkarton Bermuda Blau in 3x 4,5 cm unten in die Klappe ein. Und zwar so, dass er ein kleines bisschen, so vielleicht 1 mm oder sogar noch weniger, über die Seite drüber schaut. Das ist dann unser Verschlussmechanismus, um die Klappe zu verschließen. Also nur so ein ganz kleines bisschen soll das drüber gucken. Dann drehen wir es wieder auf die richtige Seite und jetzt brauchst du ein bisschen Kraft. Wir machen nämlich unsere Öffnung für die Klappe und da nimmst du einen Kreisstanzer und musst jetzt hier einige Lagen Papier auf einmal ausstanzen, aber das schafft der Stanzer schon. Du musst da richtig feste zudrücken, wenn es positioniert ist, also so ungefähr einen Halbkreis ausstanzen und dann feste drücken und dann habe ich es geschafft. Da können wir dann mit dem Finger rein, um die Klappe rauszuziehen. Das macht es ein bisschen einfacher. Diese Dreiecke werden umgeklebt, die braucht man nicht unbedingt. Ich mache die hier rein, damit das Ganze an der Seite von der Klappe ein bisschen stabiler ist und nicht so einfach auseinanderfällt.
Also einfach nur einen Tropfen Kleber drauf und dann zusammendrücken auf beiden Seiten machen wir das. Jetzt können wir unsere Spenderbox zusammenkleben, erstmal alle Falzlinien nachziehen und schon ein bisschen die Form geben. Das sind die ganzen langen Seiten. Dann haben wir hier den Deckel und den Boden und noch ein paar Klebelaschen. Das ist unsere Klappe vorne. Ja, wie gesagt, noch die Klebelaschen, die vom Deckel alle drei. Die werden übrigens nicht geklebt, das sind Einstecklaschen. So, gut. Also fangen wir mit der ganz langen Lasche an. Kleber drauf, nicht zu viel, damit nichts überläuft. Zudrücken, kurz halten und dann ist der Kleber auch gleich fest. Den Deckel, wie gesagt, nicht festkleben, den brauchen wir ja, um die Schokolade einzufüllen, sondern jetzt nur noch hier unten diese beiden Laschen, die werden noch festgeklebt. Können wir auch beide zusammen machen und dann den Boden umklappen, gucken, dass das rechts und links gut passt. Auch da wieder kurz festdrücken und festhalten und dann ist die Box schon so gut wie fertig. Deckel erstmal zu. Die beiden Seitenlaschen umbiegen und dann können wir die Klappe zumachen. Und das drückst du jetzt bei dem Stückchen auf den beiden Seiten, was ein bisschen nach oben steht, was wir extra weiter rausgeklebt haben, drückst du das rein und dann hält das Ganze. Kommen wir zu der Vorderseite, die braucht noch ein bisschen Deko. Da habe ich mir ein Banner ausgestanzt mit einem Framelit, du kannst es aber auch von Hand zuschneiden. Und dann habe ich mir zweimal dieses Etikett gestanzt, einmal in Calypso, einmal in Osterglocke. Das Calypso-Banner-Wappen, wie auch immer, stanze ich mir aus. Und von dem Banner in Osterglocke brauche ich nur ein Stückchen, und zwar das Deinen. Das kannst du jetzt auch stanzen oder einfach so wie ich jetzt mit der Schere dir zurechtschneiden. Ich schaue zu, dass das oben und unten einigermaßen gerade ist. Und dann, wo diese dünne weiße Linie ist, da schneide ich es am Rand rechts und links ab und dann passt das genau auf das andere Banner drauf. Ein bisschen schief geworden, da schneide ich noch was weg. Kleine Anprobe. Okay, nochmal ein Stückchen da. Und jetzt kommt da wieder ein bisschen Kleber hinten drauf. Wenn er denn rauskommt. Jawohl. Und dann gestalte ich mir so mein zweifarbiges Banner. Auf die Rückseite mache ich drei Dimensionals drauf oder hier habe ich noch drei Reste vom Rand, die reichen auch aus. Ein rechts, ein links und ein unten. Und so klebe ich mir das jetzt auf mein
kleines Fähnchen auf mein Banner drauf. Ja, ungefähr so. Ein bisschen festdrücken. Und oben will ich jetzt noch eine kleine Schleife machen. Dazu habe ich meine Schleifenstanze und ein Stück Farbkarton in Osterglocke. Das stanze ich mir jetzt alles zweimal aus. Dieses kleine Rechteck brauche ich nur einmal. Aber wenn es nochmal dabei ist, ist ja auch nicht schlimm. Vorm Zusammenkleben mache ich alle Teile mit dem Falzbein schon mal ein bisschen rund. Also einfach so ein bisschen über die Kante vom Falzbein drüber ziehen. Und dann zur Schleife zusammenkleben. Dazu braucht man auch wieder ein ganz kleines bisschen Kleber. Das ist die eine Schleife. Kurz zusammendrücken. Gucken, dass man es nicht platt drückt. Das gleiche auf der anderen Seite, für die andere Seite. Dann werden diese beiden Teile übereinander geklebt. Und da drauf kommen jetzt diese beiden Schleifenbögen. Ein bisschen viel Kleber, dann kann ich das gleich für beide Teile nehmen. So, kurz mal in der Mitte drauf drücken und gucken, dass es auch gerade geworden ist. Okay. Und zum Schluss noch dieses Rechteck auch noch mal ein bisschen falzen, ein bisschen runden. Das wird jetzt um die Mitte noch mal drum gewickelt. Also überall Kleber drauf. Und dann von hinten anfangen und einmal komplett drum wickeln. Wenn man es eng wickelt, reicht das genau, um einmal um die Schleife drum zu kommen. Auch hier wieder gut andrücken und kurz warten, bis der Kleber fest ist. Und dann kann die Schleife auf unser Banner. Hier oben mache ich die fest und dann das Ganze noch auf unserem Schokospender festkleben. Da ist er. So, da gucke ich wieder, dass es mittig ausgerichtet ist und auch nicht zu weit oben. So, denke ich, passt das ganz gut. Ja, und jetzt muss eigentlich nur noch Schokolade rein und dann kann es losgehen. Machen wir noch mal einen kleinen Probelauf. Ich habe hier noch ein bisschen Schokolade von Ostern übrig, so kleine Täfelchen, die stecke ich jetzt hier oben rein. Klappe es unten zu, damit nicht gleich wieder alles rausfällt. Deckel schließen und jetzt Klappe auf und da kommt schon die Schokolade. Prima, funktioniert also. Ja, dann hoffe ich, dass du viel Spaß hast beim Nachbasteln von meinem Schokoladenspender. Hier kommen jetzt noch mal ein paar Fotos, wo du ihn dir genau anschauen kannst. Und ganz am Ende kommt wie immer die Zutatenliste mit allem, was ich für diesen Schokospender benutzt habe. Danke fürs Zuschauen, danke für einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.